willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ubelino hat für den DAF 105 und 106er das Kelsa-Add-on geupdatet im Steam Workshop. Link dazu in der Beschreibung. Und das will ich euch hier kurz zeigen, was hier Phase ist. Also wenn ihr das nutzt, hier dieses Visorbar, gibt es das Ganze natürlich auch in Lackiert und in Chrom. Also alle Teile, Anbauparts, die es hier gibt. Dann gibt es auch die Backbar, die ist dann hier versteckt, auch wieder in Chrom. Dann gibt es eine High-Mount-Variante, die ist dann hinten. Hier wäre dann nochmal ein Slot. Und wenn ihr den nutzt, passt mal auf, zeige ich euch ganz flink. Das ist nämlich hier, da ist es nämlich. Für den 105er und für den 106er gibt es dann hier diese Illuminated Boards. Also sind also sogenannte Lichtboxen, die dann abends hier schön leuchten und funkeln. Die ist ein bisschen dicker und da steht dann hier in dem Fall Kelsa da. Dann könnt ihr die dann hier nutzen, wenn ihr wollt. Also das auch schon mal am Rande nochmal zu erwähnen. Gehen wir weiter zur Kelsa Hyper. Gibt es jetzt wieder verschiedene. Die eine oben, die andere untere. Auch wieder ein Paint lackiert. Dann gibt es wieder die Visorbar und Backbar. Alles in Kombination. Hier Moment. Mit hier. No? Mit der Backbar, High Mount. Dann hier auch wieder die höhere Variante in Chrom. Hier vorne. No? Auch wieder lackiert. Oder die Backbar hinten. Mit der kleinen High Mount Backbar. Dann haben wir das Ganze, ich glaube, on top, ich kann es euch mal zeigen, also es sind verschiedene mit dabei, ne? Also einmal so, dann auch hier mit dieser Kelsa Lichtbox, die kleinen, gibt ganz viel verschiedene, da müsst ihr euch dann raussuchen, was ihr dann hier braucht. Es gibt auch die High-End-Variante, zeige ich euch jetzt nochmal, das wäre jetzt in dem Fall diese höhere, die haben wir hier, und da habt ihr die zwei nochmal. Oder ihr sagt, nee, ich will das in Chrom, oder ich will das die hier, dann habt ihr das hier untere, dann oben nicht, ne? Und das wäre jetzt so das Nonplusultra. Also da, also mehr geht dann schon nicht mehr. Ne? Das ist aber hier, da und da. Ne? Hier an der Seite sollte normalerweise, wenn ich mich nicht täusche, hätte ich gedacht, sollte hier auch noch was mit dabei sein. Gibt es glaube ich nie. Ach, hier oben ist genau die Painted-Variante. Die Sidebar. Dann gibt es für hinten nochmal diese Chassisbar. Auch hier nochmal mit Wingbars. Wingbars nennt sich das. In Chrom oder lackiert. Also hier. Da gibt es noch die Airbar auch noch mit dazu. Dann vorne gibt es noch die Lowbar. Wie sieht dann so aus? Genau. Und dann in der Mitte habt ihr dann nochmal die Minibar, die Eurobar, die Multibar, XL. Auch wieder lackiert das Ganze. Ne? Und dann sieht das Ganze in dem Fall so aus. Also hier, unten, da. Das gleiche geht beim 106er auch, das möchte ich euch hier gerne zeigen. Ich wollte es euch nur mal anhand dem hier zeigen. Beim 105er, den haben wir ja hier nicht mehr zum Kaufen, meine Damen und Herren, das wissen wir alle selber. Deshalb müssen wir das über den Explorer machen, um das einfach mal zu zeigen. Ansonsten den Rest zeige ich euch natürlich hier noch ganz flink, weil gesehen haben wir jetzt im Prinzip alles, ne? Aber dass ihr es nochmal gesehen habt. Wenn ich den LKW mal so Jamaika Blue mache, schicke Farbnahme übrigens und auch schöne Farbe, gefällt mir sehr gut. Machen wir das jetzt mal so. Und dann könnt ihr das hier nochmal das Ganze sehen, lackiert. Diese Backbar, auch hier diese Illuminated Lumbar hier, die dann hier unten dann irgendwann auftaucht. Da müsste jetzt gleich auftauchen. Wo ist sie? Da ist sie. 106er, da ist sie. Sieht dann so aus. Die könnt ihr machen. Vielleicht lasse ich die auch gleich mal dran. Und hinten halt dann die weiteren Varianten. Und hier vorne dann geht es dann eigentlich komplett wieder durch mit Backbar, High Mount und hast du nicht gesehen. Also wie schon gesagt, das gleiche, identische, wie wir jetzt vorher schon gesehen haben. Warte mal, ich mache das Nonplusultra, das wäre so das Größte, was es so gibt aktuell. Wäre dann das hier, auch hinten nochmal mit dieser Chassisbar. Die sieht dann so aus. Hier an der Seite brauchen wir dann dementsprechend eine lackierte Variante. So. Dann habt ihr einen Moment von Opelinio, ich weiß gar nicht, die ist hier nicht dabei, weil der hier, ich muss kurz durchgucken. Einfach Seitenschutz sowieso nicht, Vollschutz. Ich glaube, da ist er gar nicht mit dabei, ne? Da hier wird die ja nicht nehmen. Da gibt es ja nicht. Macht aber nichts. Dafür habt ihr da hinten halt die Airbar wieder. Vorne dann wieder diese Lowbar. Da ist er. Check. Sieht so aus. Mitte dann wieder diese ganz normalen LED-Bars oder Minibar, Eurobar oder dann Multibar. Und dann die XL-Variante. Dann ist dann hier wieder mit dabei. Ist im Prinzip das gleiche wie der hier, die Scheinwerferbügel. Nur dass der noch ein bisschen schicker ist. Genau. Und das ist alles, was es hier in diesem Mod gibt, was da so enthalten sind. Probiert euch mal durch. Kommt auf alle Fälle gut beim DAF 105 und 106.
So, Lampen angebaut erstmal. Also es gab doch für die Seitenverkleidung gab es doch diese Sidebars. Habe ich nicht richtig geklickt. Die sind dann oberhalb. Ne? Die muss man anklicken und dann hochscrollen. Dann sieht man diese Sidebars unten hier nochmal. Dann hinten die Airbar, die Backbar hinten nochmal am Start. Oben diese Backbar. Oben habe ich mich für diese Kälterbar Lichtbox entschieden. Und ja, Minibar, Multibar, alles mit dabei. Und sieht doch soweit ganz cool aus. Jetzt fahre ich mal ein Stück vor von der Werkstatt. Ich habe den MP3 dann das gleiche identisch alles. Also da gibt es jetzt nicht den MP3, den MP, den Quatsch, den 105er da suchen. Den 105er und die zwei sind halt einfach identisch von den Anbauparts hier. So, jetzt machen wir das Licht an. Jetzt könnt ihr hier ganz gut die Kelsa-Lichtbar sehen oben und die anderen ganzen Sachen, so wie ich es jetzt einfach angebaut habe. Entscheiden müsst ihr das natürlich selber zu Hause, wie und was ihr da anbaut am DAF. In dem Fall mit dem ganzen Kelsa-Gedöns. Es sieht auf alle Fälle sehr, sehr schick aus. Auch von hinten hier, wie ihr sehen könnt. Auch hier mit den Arbeitsscheinwerfern ganz oben. Toll. Also, das macht gutes Licht hier. Das ist sowas beim Rückwärtsparken. Das läuft, meine Damen und Herren. Sieht richtig, richtig schick aus. Kann man echt nicht meckern. Also, mir gefällt er. Cool, oder? Ja, nicht? Ja, geht natürlich, ne? Logisch. Coole Sache. Also probiert es einfach mal aus. Ich finde es klasse. Mir gefällt es. Macht es Licht wieder an, dass ihr was seht. Wenn ihr dazu Fragen habt zu dem Mod, dürft ihr natürlich gerne kommentieren. Entweder hier oder im Steam Workshop. Da ist der Mod nämlich. Ja, bitte das Originale dann dazu verwenden. Und wie gesagt, falls da noch was ist, einfach gerne melden. Ansonsten, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.